Wie sehe ich aus? Nicht schlecht, ja? Endlich Wikinger. Ho, ho! Es soll Menschen geben, die halten die Hessen für ganz gewöhnliche Mitteleuropäer. Weit gefehlt. Staunen Sie über die unglaublichsten Hobbys der Hessen. Heute um 21.45 Uhr. Sie sind schweißtreibend, skurril, sportlich. Die unglaublichsten Hobbys der Hessen. Jawohl, sind Saigon. Für Sie nun die besten der unglaublichsten Hobbys. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Sendung Die unglaublichsten Hobbys der Hessen. Ich bin unterwegs zu Leuten mit den wirklich merkwürdigsten Freizeitbeschäftigungen. Wir haben eine Sportholzfällerin, einen Mann, der Waschmaschinen sammelt und japanische Trommler in Braunfels. Sehr spannend. Konnichiwa. Ja, das ist japanisch und heißt guten Tag. Und ich bin hier bei Conny Graner, die soll mir heute die japanische Kunst des Trommelns, Taiko, beibringen. Und ich gratuliere ihr gleichzeitig zum ersten Platz der unglaublichsten Hobbys der Hessen. Ja, sie ist meine Meisterin, Sensei. Konnichiwa, Conny. Konnichiwa, Arim-san. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass wir den ersten Platz gemacht haben. Und jetzt frage ich dich, möchtest du mit uns den Weg der Trommel gehen? Schon, wenn er nicht so lang ist. Er ist lang und schwierig. Okay. Arim-san, ich möchte dir jetzt zeigen, wie man an der Trommel steht. Wir üben ein paar leichte Trommelrhythmen ein und beginnen mit einem Stück Honen Daiko. Und du wirst heute Abend bei unserem Konzert mit dabei sein. Dann kannst du zeigen, was du hier gelernt hast. Glaubst du, das geht? Ich glaube schon, dass das klappt. Das ist unsere Taiko-Gruppe, die Mondbären. Ja. Du kannst jetzt auch aufstehen. Wir haben rechts 4 Schläge, links 4 Schläge. Ich mache 4 Schläge rechts, 4 Schläge links und ihr antwortet. Eine große Ehre, dass du heute Abend mit uns mitspielst, Arim. Nun bis zum Auftritt, geh in dich. Jawohl, Sensei Conny. Meinen Falten müsste es doch eigentlich so ein bisschen sein wie Malen nach Zahlen, oder? Schöner wirst du davon, glaube ich, nicht. Ja. Wenn du jetzt zu viel malst, erkennt mich meine Mama im Fernsehen nicht. Das macht was. So, lass uns gleich. Sieht's gut aus? So. Arim-san, gleich geht's los. Okay. Mach uns keine Schande. Ja. Hi, Sensei. Ich habe aber ein bisschen Lampenfieber, ehrlich gesagt. Das macht gar nichts. Wecke den Geist der Trommel in dir. Trommel Trommelwirbel verabschiede ich mich von Ihnen. Das waren Sie, Hessens unglaublichste Hobbys. Ich gehe jetzt wieder meinen eigenen nach. Tun Sie das auch, denn wer weiß, vielleicht sind Sie ja beim nächsten Mal dann auch dabei. Bis dann, tschüss.